Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen, meine Herren. Ich begrüße Sie hier im Herrenhof zu unserem zweiten Vortrag in diesem Jahr in unserer Reihe Lebendige Pfalz in Geschichte bzw. in Geschichten. Ich freue mich insbesondere, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Aber auch diejenigen, die nicht hier sein können, können per Livestream unseren Vortrag verfolgen. Und dass dies möglich ist, verdanken wir nicht nur Corona, sondern auch unserer Technik. Und hier bedanke ich mich insbesondere bei Herrn Marcel und bei Herrn Felix Klemm, dass sie dies ermöglichen. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass der Vortrag aufgezeichnet wird und dann auch in YouTube übertragen wird. Gleichzeitig hat mich Heidi Futterer darauf hingewiesen, dass noch ein Schweinchen herumgeht oder ist schon am Herumgehen. Und da Sie so zahlreich sind, hoffe ich, dass ein Schweinchen ausreichen wird. Besonders begrüßen möchte ich unseren heutigen Dozenten, Herrn Jürgen Kittigkeit, der sich, denke ich, einem interessanten Thema gewidmet hat. Einem Mann, der vor 500 Jahren gestorben ist, in Nannstein im Mai 1523 und der auch den Beinamen hatte, wie auch Kaiser Maximilian, der letzte Ritter, Franz von Sickingen, Aufstieg und Fall eines frühneuzeitlichen Kriegsunternehmers. Viel Vergnügen bei dem Vortrag. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin ja schon eben begrüßt worden mit dem, was ich machen werde. Franz von Sickingen, der also vor 500 Jahren gestorben ist, also fast vor 500 Jahren. Und anfangen möchte ich dann praktisch mit den Worten, es gibt eigentlich in der Pfalz nur wenige Persönlichkeiten, die sozusagen über die Pfalz hinaus bekannt wurden, also reichsweit, bundesweit bekannt sind. Und wenn Sie aus der neueren Zeit dann zwei nehmen, da hätten Sie dann einen Sportler mit dem Fritz Walter oder mit einem Ludwigshafener, den Herrn Kohl. Gehen wir eine Zeit lang zurück, dann würde ich sagen, dann könnten wir auf die Lieselotte von der Pfalz zurückgreifen. Und Lieselotte von der Pfalz, das ist wirklich eine Dame, die sozusagen europaweit bekannt ist. Und dann haben wir noch da den Franz von Sickingen. Und Franz von Sickingen, das ist eine Gestalt, die ist wirklich sehr, sehr schillernd. Sie haben ja eben gehört, letzter Ritter. 1519 hat man von ihm gesagt, von allen Seiten sei er umworben, also ein wirklich berühmter Mensch schon. Und 1525, zwei Jahre nach seinem Tod, sagt ein anderer über ihn, er sei ein wahrer Pirat und Tyrann. Und wir werden jetzt mal ein bisschen der Frage nachgehen, warum das so ist oder was er denn tatsächlich war, ob das alles berechtigt ist, was man da über ihn gesagt hat. Und so ist das Vortragsziel heute, die Voraussetzungen seiner Karriere, die Beschreibung und der Verlauf dieser Karriere, sein Geschäftsmodell und dann sozusagen zum Abschluss den Höhepunkt und das recht jähe Ende von Franz von Sickingen im Zusammenhang mit der auch schon erwähnten sehr, sehr spektakulären Belagerung von Burg Nannstein bei Landstuhl, oberhalb von Landstuhl. Um die Herren von Sickingen, also seine Vorfahren, die Familie ein wenig zu beschreiben, ist es ganz bedeutsam herauszufinden, wo die eigentlich herkommen. Und da stellt man mal als allererstes fest, die Sickinger, die Herren von Sickingen, sind eigentlich keine Pfälzer, obwohl wir alle den Franz von Sickingen sozusagen als Pfälzer sehen, sondern diese Familie stammt eigentlich aus dem Kraichgau, also auf der rechtsrheinischen Seite. Da gibt es einen Albertus Dictus Hofwart, der im 12. Jahrhundert schon erwähnt wird und der sitzt mit seiner Familie auf einer Wasserburg bei Bretten. Und diese Sickinger wiederum sind nach Forschungen, die in den letzten Jahren angestellt worden sind, ein Zweig der Herren von Flehingen. Und gemeinsam haben sie dieses Wappen, das Sie unten rechts sehen, mit diesen fünf
Scheiben auf schwarzem Feld. Manchmal werden sie auch als Sickinger Würfel bezeichnet, aber das ist im Prinzip in ganz verschiedenen Ausführungen, aber das Wappen der Herren von Sickingen. Und diese Familie der Sickinger, das ist also eine Niederadelsfamilie, würde man im 16. Jahrhundert sagen, das war im 13. Jahrhundert, im 12. Jahrhundert eine Ministerialenfamilie. Und diese Ministerialen, also nicht nur bloß die Herren von Sickingen, das waren Leute, die im Prinzip sozusagen aus unteren Ständen nach oben gekommen waren, sozusagen sich zu Adligen wurden und die so lange ihr Auskommen hatten, wie es im Reichsgebiet diese Zentralgewalt gab, die Salier und die Staufer. Und mit dem Niedergang dieser Zentralgewalt verloren diese Reichsministerialen sehr häufig oder praktisch immer ihre wirtschaftliche, ihre politische, ihre militärische Basis. Und sie hatten dann auch mit der Konkurrenz des Hochadels zu kämpfen. Die Hochadelsfamilien waren überhaupt nicht interessiert an diesen Niederadelsfamilien. Man hat seitens des Hochadels immer probiert, die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Niederadligen zu beschneiden. Dazu kommt noch eine große Agrarkrise im späten Mittelalter, die alle betraf, aber natürlich die kleineren Grundbesitzer, das ist also der Niederadel, umso mehr. Es gab eigentlich nur wenige Möglichkeiten, dieser fatalen Lage zu entrinnen. Das war so im 14. Jahrhundert oder Ende des 13. Jahrhunderts eigentlich schon, das Annehmen von Diensten bei einem Fürsten. Also man geht also praktisch zu einem Fürsten, zu den Pfalzgrafen, den Kurfürsten von der Pfalz oder zu den Landgrafen von Hessen, egal, also oder den Grafen von Leiningen und wird sozusagen ein Mann dieser Hochadligen. Das Problem bestand aber darin, dass es auf der einen Seite, wenn man sich denen anschließen wollte, dass es eine Konkurrenz gab, meist, je weiter wir also ins 16. Jahrhundert kommen, von Universität ausgebildeten bürgerlichen Persönlichkeiten. Das heißt, die waren eventuell besser ausgebildet, waren vielleicht auch schlauer. Also ein Problem. Das zweite war der Versuch, die eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten und die Ausdehnung des eigenen Lehnsbesitzes anzukurbeln. Ausdehnung von Besitz, das ist natürlich insofern von ganz großer Bedeutung, da ja praktisch bis ins 19. Jahrhundert der Mensch sich über Landbesitz definiert hat. Ohne Landbesitz war, sieht man von den paar Kaufleuten ab und ein bisschen Handwerk, war eigentlich nur über Landbesitz, über landwirtschaftliche Tätigkeit möglich. Die dritte Möglichkeit ist natürlich heiraten. Ordentlich heiraten ist immer von Vorteil. Was haben die Sickinger gemacht? Jetzt kommen wir also wieder von dem mehr Allgemeinen zurück zu dieser Familie. Und da stellen wir fest, dass bereits im 14. Jahrhundert erste Sickinger in kurpfälzische Dienste getreten waren. Kraichgau, also südlich von Heidelberg. Die Pfalzgrafen bei Rhein, die Kurfürsten sitzen in Heidelberg. Sie sind die größten, also die Heidelberger, sind die größten Fürsten in diesem Raum. Und so hat sich das geradezu angeboten, bei denen sozusagen in deren Dienste zu treten. Und so finden wir dann vor allem im 14., im 15. Jahrhundert zahlreiche Persönlichkeiten der Familie von Sickingen, die irgendwelche Aufgaben, meist administrativer Art, aber auch militärischer Art, am Hof in Heidelberg, aber auch in der Provinz übernommen haben. Ich habe Ihnen zwei Beispiele aus der linken Rheinseite mitgebracht. Und zwar den Hermann von Sickingen, der ist 1390 Vizedom des Kurfürsten, also Stellvertreter auf der Wolfsburg bei Neustadt, also gar nicht weit weg von hier. Ein Amt, das auch sein Bruder Eberhard I. praktisch im Anschluss übernommen hatte und der gleichzeitig noch auf dem Trifels als Vogt von 1397 bis 1404 eingesetzt war. Also durchaus herausragende Tätigkeiten, die es mit sich gebracht haben, dass man a. seine eigene Familie ernähren konnte und b. man auch sehen konnte, dass man da noch ein bisschen was herbeikriegt. Jetzt kommen wir der Sache etwas näher und zwar zu den Eltern des Franz von Sickingen. Da gibt es den nicht unbekannten Schweighard von Sickingen, das ist der Vater, und der hat es noch weiter gebracht, als Sie vorhin benannten. Er war kurfürstlicher Beamter, das heißt Großmeister und Oberst, also auch ein Militär, und gleichzeitig, er hat
was man heute ja auch bei Politikern feststellen kann, zwei Jobs ausgeübt. Er war auch noch erfolgreicher Geschäftsmann, und zwar war er im Bergbau tätig. Das heißt, er hatte Bergbauregalien der Kurfürsten von der Pfalz in der Nordpfalz übernommen und hat auf diese Art und Weise sozusagen auf der einen Seite als Angestellter und auf der anderen Seite als Geschäftsmann hat er Geld verdient. Er ist Territorialherr, und das ist ganz interessant, er hat also eigene Besitzungen mit Schwerpunkt im Hunsrück und an der Nahe, das ist also dort, wo der Bergbau betrieben war, und in der Südpfalz und im Nordelsass. Die Klammer in der Mitte, die unten steht, die Herrschaft Nannstein, die wird später noch eine Rolle spielen. Das ist also zu 1 und zu 3, und dann sind wir bei dem letzten Punkt hier, die Heiratspolitik. Er hat nämlich muss man anders sagen. Zuerst ist es so, in den Norden kommt der Eberhard von Sickingen, er heiratet eine Dame des Heinrich, eine Tochter des Heinrich von Montfort und fasst dadurch auch territorial Fuß an der Nahe. Und so wird einer dieser Gemeiner schon genannt, der Hans von Sickingen auf der Burg Montfort, und ganz in der Nähe sind ja auch diese Bergbaugeschichten zu finden. Das war ein bisschen falsch eingeordnet, aber das macht insofern nichts. Wir kommen jetzt wieder zu dem Schweikart zurück und zeigen hier, wie der Schweikart mit seiner Heirat nach Süden ausweicht. Er heiratet nämlich die Margarete Puller von Hohenburg. Die Margarete Puller von Hohenburg ist die Tochter eines der letzten Hohenburgers, und sie hat eine Burg und damit auch Dörfer und Ländereien mit in die Ehe gebracht. Sie sehen auf der rechten Seite das Wappen der Hohenburger und auf der linken Seite das Wappen der Sickinger. Auch hier wieder diese fünf Würfel oder diese fünf Scheiben in dem Wappen drin. Ich hatte ihn eben den Norden genannt. Im Süden ganz haben wir also diese Hohenburg, und im Norden hatten wir eben genannt die Burg Montfort und dann, was wichtiger ist, die Herrschaft und Burg Ebernburg. Und sie ist der Hauptsitz der Familie zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Warum ausgerechnet im Norden? Das hängt natürlich mit den wirtschaftlichen Überlegungen und den wirtschaftlichen Tätigkeiten des Schweikart von Sickingen zusammen, der ja dort als Bergbauunternehmer in der Gegend zwischen Steinkallenfels und dem Rheingrafenstein tätig war. Man hat dort Kupfer abgebaut, unter anderem angeblich auch Silber, aber das sei dahingestellt. Wie sehr diese Familie oder der Schweikart von Sickingen und seine Ehefrau da von der Hohenburg, wie sehr die danach gestrebt haben, sozusagen mit dem Hochadel gleichzusehen, erkennt man an einem Gebäude, das man heute noch so findet. Das ist der Rest eines Augustinerinnenklosters bei Trombach. Trombach ist ganz in der Nähe von der Ebernburg, und bei der Ebernburg hat die Familie versucht, sozusagen mit dem Hochadel gleichzuziehen, indem sie auch ein Kloster gestiftet hat. Das gibt es bei Niederadligen eher selten. Das machen noch die Herren von Bolanden, aber dann verließen sie ihn so relativ schnell. Und diese Klostergründung hängt natürlich nicht nur damit zusammen, dass man eine fromme Tat vollbringen wollte, sondern dass man auch zeigen wollte, dass man zu so etwas in der Lage ist, finanziell in der Lage ist, sondern auch, dass man hier im Prinzip versuchte, eine Grablege für die eigene Familie zu gründen oder darin zu finden. Und da kann man schon erkennen, welche Stellung die Eltern des Franz von Sickingen da zu Beginn des 16. oder an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert hatten. Nun zum Sohnemann des Schweikart von Sickingen, das ist der Franz von Sickingen, und er wird, und das ist natürlich klar, auf dem Hauptsitz der Familie 1481 geboren, also auf Burg Ebernburg. Und es gibt eine schöne Geschichte über ihn, die immer erzählt wird, der Vater soll einen Sterndeuter befragt haben, wie es aussehe mit der Zukunft des Sprösslings, und dann habe ich ihn ja da aufgeschrieben, dass er auf dem Erdreich wunderbarliche Zeit haben und ein treffliches Ansehen in der Welt bekommen, sein End aber zeigt das Gestehen etwas beschwerlich. Das Etwas ist natürlich etwas untertrieben, aber insgesamt gesehen trifft es die Sache ganz gut.
Ich habe Ihnen die beiden Daten auch hingeschrieben. Er ist 1481 geboren und 23 gestorben. Sie sehen, er ist also ein relativ junger Mann von dieser Welt geschieden. Der Franz von Sickingen tritt voll in die Fußstapfen des Vaters. Auch er ist in diesem Bergbaugeschäft tätig und Sie sehen auf dieser Karte sehr wohl, dass also praktisch im nordpfälzisch-rheinhessischen, linksrheinischen Gebiet, aber dann auch über den Rhein hinweg, also über, man könnte sagen in den Rheingau hinein, also südlich des Mains, er tätig wird und er dort Besitzungen erwirbt. Wenn Sie schauen, im Süden gibt es natürlich auch so ein bisschen was, aber das ist nicht allzu viel. Sie haben also Diemerstein, Landstuhl, das wäre also ein Landstein. Wenn Sie das betrachten, dann noch über dem Rhein auf der anderen Seite an der, wie ist es? Naja gut, etwa auf der Höhe von Karlsruhe. Das Interessante ist, ich hatte vorhin gesagt, man kann durch Heirat, konnte man auch sehen, dass man ein wenig nach vorne kommt. Schweikart von Sickingen hatte die relativ reiche Hohenburgerin geheiratet. Was macht Franz von Sickingen? Er heiratet Hedwig von Flersheim. Die Herren von Flersheim, also auch Niederadlige, die sitzen vorwiegend in Kaiserslautern, sind dort Amtmänner oder Oberamtmänner der Kurpfalz. Sie verwalten das Reichsland, das als Pfandbesitz in der Hand der Kurpfalz ist, sind zwar nicht reich, aber das Interessante ist, dass sein Schwiegervater, also Herr von Flersheim, dass der sozusagen einen Job ausgeübt hat in einer Gruppe von Menschen, die sich zusammengetan hatte, um ihre Interessen zu vertreten. Er war sozusagen beim Verband des rheinischen reichsritterschaftlichen Adels am Oberrhein der Chef. Das heißt, alle niederadeligen Grundbesitzer hatten sich am Oberrhein und am Mittelrhein zusammengetan und hatten eine Gesellschaft gegründet oder einen Verband gegründet, der versucht hat, ihre Interessen beim Hochadel bzw. ihre Interessen insgesamt gesehen im Land durchzudrücken. Und dieser Bezug zu diesem Verband wird noch eine Rolle spielen in weiteren Geschäften, im weiteren Verlauf des Vortrags. Zu den Etappen seines Lebens. Er ist als allererstes, hatte ich ja eben schon gesagt, im Nachfolger des Vaters Unternehmer, er ist Nachfolger des Vaters Beamter im Raum Bad Kreuznach. Und er ist wirtschaftlich durchaus erfolgreich, durch seine Heirat hat er auch noch ganz gute Verbindungen zum restlichen Niederadel im Südwesten gehabt, also das kam ihm alles zugute. Aber jetzt passiert etwas, seine Gattin, 1483 geboren, stirbt 1515 und das ändert eigentlich relativ vieles, denn es kommt dann das, worüber ich Ihnen jetzt am meisten erzählen werde, es kommt ab 1515 praktisch zusammenfallend mit dem Tod seiner Frau zu einem Wechsel in seinen Geschäften. Er wird Condottiere, so sagen die Italiener, er wird Feteführer und das macht er auf eigene Rechnung und im Dienste Dritter. Das Geschäftsmodell, das er anstrebt und das er durchhält, ist eigentlich eine bemerkenswerte Geschichte. Er wird Feteführer. Fete, das ist so etwas vereinfacht ausgedrückt, das eigenmächtige und teilweise streng formalisierte Verfolgen von Rechtsansprüchen mit Gewalt. Also wenn ich einen Anspruch habe, glaube zu haben oder kann ich auch von einem Dritten erwerben und dann kann ich sozusagen versuchen, diesen Rechtsanspruch mit Gewalt durchzuführen. Ziel der Fehde ist es dann, ein Unrecht zu bestrafen, eine Schuld einzutreiben, das ist ganz wichtig, oder den Gegner durch Schädigung und Erpressung zur Anerkennung des eigenen Rechtsstandpunktes zu zwingen. Wie auch immer, alle Punkte sind mit Gewalt verbunden. Das Dolle ist allerdings, diese Fehden waren durchaus üblich, schon seit dem frühen Mittelalter, und
die sind natürlich bei vielen, insbesondere bei den Städten, bei den Kaufleuten, aber auch bei dem hohen Adel im Laufe der Zeit immer mehr auf Widerstand gestoßen. Und so hat man 1495 einen allgemeinen, im Reichsgebiet, Landfrieden verkündet. Und in dem heißt es ganz einfach, dass man Fehden nicht mehr durchzuführen hätte. Man soll bitte schön vor das Reichsgericht ziehen oder versuchen, das eben auf eine andere Art und Weise, das Problem zu lösen. Aber Sie wissen, heute ist es ja ähnlich. Ich erzähle dann immer so gern das Beispiel von der Ampel, wenn die auf Rot steht und Sie stehen da und dann ist eigentlich der Anspruch, Sie dürfen nicht drüber gehen. Und die Rechtswirklichkeit zeigt sich dann, wenn Sie eine halbe Stunde sich hinstellen, 30% unserer Mitbürger läuft auch bei Rot über die Ampel, wenn keiner kommt. Also Anspruch und Wirklichkeit, der Landfrieden sagt keine Fehden, aber das ist eine ganz andere Sache. Franz von Sickingen hat die Sache im Prinzip, ähnlich wie der Götz von Berleschingen, sozusagen auf die Spitze getrieben. Er kommerzialisiert sozusagen die Fehdeführung. Er macht eine Investition, das heißt, er investiert in Soldaten, in Kanonen, militärische Ausrüstung, beginnt eine Fehde, gewinnt diese Fehde, dann hat er einen Gewinn und diesen Gewinn, den reinvestiert er, macht eine neue Fehde, macht wieder Gewinn und so weiter. Es ist also wie so eine Spirale, die nach oben geht, er wird immer reicher und ich habe Ihnen hier nur so ein paar hingeschrieben, müssen Sie sich nicht in irgendeiner Art und Weise merken, aber Sie sehen, 1415 praktisch fängt er mit einer Fehde an, mit der Reichsstadt Worms. Und wenn Sie dann sehen, das geht bis 1518 weiter und da sind große Fehden dabei, wie beispielsweise in dem Jahr 1518 mit der Fehde mit Hessen, Frankfurt und Metz, da hat er einen Gewinn von 83.000 Gulden. Das ist eine unheimliche Zahl für die damalige Zeit. Das können aber auch, wie Sie oben dran lesen können, bei einem Überfall auf Landau, da macht er eine Beute von 800 Rindern. Da steht extra dabei, ohne Fehdebrief, das habe ich vorhin ein wenig unterschlagen, denn die Fehde ist formalisiert eigentlich und unter anderem wird generell verlangt, dass derjenige, der eine Fehde beginnen will, dem, den er befehdet, dass er dem einen Fehdebrief schickt. Das heißt, er muss ihm sozusagen den Krieg erklären, könnte man so mit unseren Worten umschreiben, aber wenn Sie dem Franz von Sickingen so in seinen Taten sehen, hat er das öfters gemacht, indem er ganz einfach auch ohne Fehdebrief, wie 1517 bei Landau, einen Überfall da macht und sagt denen gar nichts und treibt den 800 Rinder weg. Jetzt werden Sie sagen, Landau, 800 Rinder, das sind natürlich die umliegenden Dörfer. Wie man überhaupt sagen muss, diese Fehden haben einen fatalen Effekt für die Bevölkerung. Denn im Regelfall ist es so, dass der Fehdeführer oder derjenige, der den Krieg führt, sozusagen immer nicht direkt auf den Befehdeten loszieht, sondern versucht, dessen Umfeld, dessen Dörfer, dessen Bauern zu schädigen. Und so kommt es dann zu so einer Beute von 800 Rindern. Das ist natürlich aus den umliegenden Dörfern von Landau gewonnen worden. Wie macht man das mit einer Fehde wie mit Worms? Es ist eine große Stadt, da greift man nicht unbedingt die Stadt an, sondern man setzt sich irgendwo fest und vor den Toren der Stadt und wartet, bis irgendwelche Kaufleute, die in dieser Stadt wohnen, in dieser Stadt wirken, indem man die festsetzt und erpresst dann Lösegeld. Man kann auch von politischer Erpressung sprechen. Hier ist die Stadt Worms, von der ich jetzt die ganze Zeit erzählt habe. Ich hatte Ihnen vorhin auch von Hessen erzählt, wo man so viel Geld gewonnen hat. Und ich habe Ihnen hier eine Karte mitgebracht. Da sehen Sie Brandschatzungen auf der rechtsrheinischen, also was man heute als Hessen bezeichnet, auf der hessischen Seite, Landgrafschaft Hessen waren. Da sehen Sie ja hier diese Punkte, wo er irgendwelche Ortschaften in der Landgrafschaft Hessen mit Brandschatzungen belegt. Das muss man gleich noch mit einer Geschichte ein wenig aufräumen. Die meisten von uns denken, oder wenn man so mit Leuten spricht, meinen dann, eine Brandschatzung sei das Niederbrennen von. Das ist so nicht ganz richtig. Das kann sein, aber die Brandschatzung heißt, wenn ihr nicht zahlt, dann werdet ihr verbrannt. Dann brennen wir euren Hof nieder, brennen wir eure Burg nieder, brennen wir eure Stadt nieder.
Die Brandschatzung ist sozusagen die Androhung der Gewalt, des Niederbrennens. Und die Schatzung, da steckt das ja schon schön drin, ihr müsst zahlen. Also, mit dem Androhen von Gewalt werden hohe Summen erpresst. Jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite sagen, wo ist denn da das Reich geblieben oder diejenigen, die den Landfrieden von 1495 beschlossen haben, wo bleiben die denn? Und da muss man dann Folgendes sagen, da haben wir einen relativ machtlosen Kaiser Maximilian und dieser Maximilian spricht die Reichsacht aus. Dadurch wird Franz von Sickingen oder irgendein anderer Fehdeführer, wenn er denn geächtet wird, wäre vogelfrei. Jeder kann sozusagen ihn erschlagen oder ist eigentlich verpflichtet, gegen ihn zu ziehen. Aber Franz von Sickingen hat es, genau wie der Götz von Berlichingen, geschafft, sich eine Stellung zu verschaffen, eine militärisch gute Stellung, sodass nur wenige es eigentlich gewagt haben oder wagen konnten, ihn anzugreifen. Im Übrigen war er auch begehrt, dass er für andere sozusagen gearbeitet hat. Und jetzt müssen wir nochmal zurückgehen. Wenn Sie hier lesen, 1515, das ist also im Auftrag Kaiser Maximilians, zieht er gegen Herzog Ulrich von Württemberg. Also, es ist nicht so, dass er immer nur Gegner hat. Es kann auch durchaus sein, dass er von diesen Leuten, die er möglicherweise mit hätte bedrohen können, von denen sozusagen gebucht wird, um in deren Auftrag tätig zu werden. Und jetzt bekommt etwas, was den Rhythmus des Franz von Sickingen unglaublich schädigt. Er macht nämlich sozusagen einen Kredit an Kaiser Maximilian. Und das wird seinen erfolgreichen Rhythmus von Investition, Fehde und Gewinn, Reinvestition, Fehde und Gewinn empfindlich stören. Er geht nämlich im Auftrag des Kaisers, mit dem hat er sich noch einigermaßen verstanden. Der Nachfolger von Maximilian, 1519, ist der Kaiser Karl V. Und in dessen Auftrag führt er einen Krieg durch. Er wird Feldhauptmann des Kaisers, also man könnte heute sagen General. Und er führt 4000 Ritter, 15.000 Fußknechte nach Frankreich im Auftrag von Karl V. Das Dolle ist, Franz von Sickingen, er hat mittlerweile durch seine vielen, vielen Fehden so viel Geld praktisch erwirtschaftet, dass er in der Lage ist, diese 4000 Reiter und 15.000 Fußknechte zu besolden. Er streckt dem Kaiser 76.000 Gulden vor. Das Dumme ist, es kommt zu keiner Rückerstattung des Geldes. Und er sagt, ich habe jetzt gerade kein Geld und die Sache ist also etwas problematisch. Und Sie müssen sich jetzt immer diese Überlegung des Franz von Sickingen im Hinterkopf behalten. Er verkauft, das war eigentlich die erste Investition, 1514 seine Bergwerke und hat da ein bisschen Geld. Und mit diesem Geld macht er seine erste Fehde, macht Gewinn, reinvestiert das gewonnene Geld und so weiter und so weiter. So, und jetzt ist er in der Lage, 76.000 Gulden, eine irrsinnig große Summe, vorzustrecken. Und jetzt kommt er in eine finanzielle Schieflage. Und diese Schieflage hängt auch damit zusammen, dass er natürlich wohl wissend, dass er immer in eine gefährliche Situation geraten kann, ist er gezwungen, sozusagen seine Burgen Nannstein, Ebernburg, aber auch die Hohenburg, die steht jetzt hier nicht drauf, aber auf die wird ausgebaut und zwar werden diese Burgen feuerwaffentauglich ausgebaut. Feuerwaffentauglich, das kann man gleich mal hier vorschieben, heißt, er muss große Geschütztürme einbauen, er muss die Mauern ungeheuer verstärken und das kostet unglaublich viel Geld. Wenn ich jetzt diese Mauern verstärke und diese Türme aufbaue, brauche ich natürlich auch noch eine ordentliche Bewaffnung. Das heißt, ich muss mir auch noch Geschütze zulegen, die in diesen Türmen untergebracht werden können. Gut. Finanzielle Schieflage und jetzt kommt er auf eine neue Idee. Die neue Idee sieht ganz einfach so aus. Er sucht sozusagen den Schulterschluss mit seinen Standesgenossen. Hat sowieso schon eine ganz gute Position gehabt. Der Schwiegervater war ja der Hauptmann von dieser Pressure Group des Niederadels. Und beim Rittertag in Landau, dort treffen sich die
die Ritterschaften im deutschen Südwesten. Und dort wird Franz von Sickingen mit großer Mehrheit am 13.08.1522, ich bringe jetzt ein paar Daten, weil es jetzt relativ flott aufeinander geht, wird er zum Hauptmann, das heißt zum Chef dieser niederadligen Genossenschaft gewählt. Er hat ganz konkret 38 reichsritterschaftliche Unterstützer, und wenn sich das mal hier so betrachten, ich hatte vorhin ja gesagt, Pfälzer, die meisten seiner Unterstützer kommen hier von der rechten Seite des Rheins, es sind eigentlich aus dem eigentlichen pfälzischen Gebiet, etwa hier, relativ wenige, mehr noch aber aus dem Nahegebiet, aus dem Gebiet um seine Ebernburg oder nördlich der Ebernburg und im Hunsrück. Aber umgekehrt ausgedrückt, es ist ein unglaublich weiter Bereich, den er hier abdeckt, und er hat die fränkische, die schwäbische und die rheinische Ritterschaft sozusagen auf seiner Seite. Er ist also Chef dieser Prescher Group, und er vertraut darauf, dass diese 38 konkreten Unterstützer ihm bei seinem nächsten Unternehmen die Stange halten werden und die 76.000 Gulden, die ihm da fehlen, vielleicht ein wenig ausgleichen könnten. Das Interessante ist, dass Franz von Sickingen sogar einige hochadlige Unterstützer hatte. Und da wird ein Eitel Fritz von Zollern genannt, zwei Fürstenberger, ein Eversteiner, ein Löwensteiner und einer von Lupfen. Also alles aus dem württembergisch-badischen Raum, die ihn unterstützt haben. Das geht aus einer also am späteren Dokument vor, dass die ihn unterstützt hätten. Das ist eigentlich verblüffend, aber wie dem auch sei, er fand also auch da den einen oder anderen, der ihm geholfen hat. Und jetzt hatten wir den Termin vom 13.08. Und jetzt haben wir 14 Tage später haben wir einen Termin, wo er ein neues Kriegsziel sich ausguckt, und zwar Trier. Und jetzt ist natürlich interessant zu wissen, Trier, das ist schon eine große Nummer. In Trier sucht er sich nämlich den Erzbischof und Kurfürsten von Trier, den Richard von Greifenklau, aus. Und dieser Erzbischof von Trier, das ist einer der sieben Reichsfürsten. Und das ist natürlich eine recht harte Nummer. Am 14. wird er gewählt, und man überreicht am 27.08. den Fehdebrief an diesen Erzbischof von Greifenklau, und sagt ihm sozusagen den Krieg an. Das Problem, das jetzt besteht, ist darin, dass er praktisch relativ schnell reagieren muss. Richard von Greifenklau, wie gesagt, ist ein relativ mächtiger Reichsfürst, und er muss schnell handeln, weil er befürchten muss, Franz von Sickingen als Angreifer, dass der Hilfsersuchen loslässt. Und in der Tat ist gleich nach dem Erhalt von dem Fehdebrief die Bitte an Kaiser, an das Reichsregiment in Nürnberg und an Kurpfalz, Hessen und Köln, das Schreiben des Trierers rausgegangen, man möge ihm doch zur Seite stehen. Wenn man das so jetzt sich anguckt, Fehdebrief, Hilfsersuchen, jetzt hat natürlich der Sickinger einen gewissen Vorteil. Er hat sein Heer zusammen, das sind also seine niederadligen Unterstützer, die bringen rund 10.000 Mann auf die Beine, 1.800 Reiter, das sind also vorwiegend diese Ritter, und diese 10.000 Mann und diese 1.800 Reiter, die verschlingen ungefähr 60.000 Gulden im Monat. Der Kaiser hat ihm 76.000 geschuldet, also für einen Monat hätte er diese Streitkräfte locker bezahlen können. Er zieht gegen Trier. Gut, jetzt der eine schreit um Hilfe und der andere zieht los. Wenn Sie sich jetzt hier diese Karte betrachten, dann trifft man sich in Blieskastel, oder man zieht von Landstuhl und vom Rhein her und vom Worms her und aus Straßburg zieht man in Richtung Blieskastel. Man belagert Blieskastel, man zieht weiter nach St. Wendel, man zieht durch Tholey, Mahlstatt, Wallerfangen, es kommt zu einer weiteren Belagerung bei Grimburg, um dann
über Saarburg in Richtung Trier vorwärts zu marschieren. Das Problem dabei ist natürlich jetzt, jede dieser Belagerungen, meinetwegen die von St. Wendel, wo Sie auf der rechten Seite so ein Bild sehen, Sie sehen hier die Artillerie des Franz von Sickingen, Sie sehen hier die Stadt. Jetzt muss man natürlich sich überlegen, eine solche Belagerung, die kostet natürlich eine gewisse Zeit. Das Hinmarschieren ist sowieso ein großes Problem, das dauert lange. Gut, der Trierer, der hat natürlich auch dasselbe Problem, wenn er Entsatz bekommen sollte. Die haben auch ihre Zeit, wo sie dann, egal von Hessen oder von Köln oder von Heidelberg, von wo auch immer die kämen, die haben also auch ihre Zeit, um dorthin zu marschieren. Franz von Sickingen lässt sich aber jetzt eben diese Zeit, dass er unterwegs diese anderen Städte hier belagert. Und so kommt er erst am 8.9.1522 nach Trier. Das dauert also eine Zeit lang und diese Zeit, die wird ihm fehlen. Am 8. beginnt er die Belagerung, er denkt Trier im Handstreich zu nehmen. Sie sehen auf dem zeitgenössischen Stich die Truppen des Franz von Sickingen vor der Stadt. Man beschießt die Stadt mehrfach, fordert sie zur Übergabe auf, aber überraschenderweise ist der Erzbischof von Greifenklau in der Lage, obwohl mehrere Breschen in die Mauern geschossen worden sind, sich zu halten. Und es passiert dann das, was Franz von Sickingen hätte besser vermeiden sollen. Es kommt Entsatz herbei für den Erzbischof und es gelingt sozusagen, eine Pattsituation herbeizuführen. Und jetzt kommt noch das Zweite dazu. Franz von Sickingen geht sozusagen das Geld aus, um eine lange Belagerung durchzuführen. Und dieser Misserfolg zwingt Sickingen zur Entlassung der Truppen und zum Rückzug zur Ebernburg. Er geht mit seinen ganzen Leuten zur Ebernburg, zieht er sich zurück. Und damit sind wir sozusagen auf der einen Seite beim Höhepunkt und auf der anderen Seite beim Abgesang des Franz von Sickingen schon ein wenig. Der Abbruch des Feldzuges am 14.09. ist die eine Seite und die Rückzugsmöglichkeiten, die er hat, sind erstens der Hauptsitz, wenn man das so will, die Ebernburg in der Nordpfalz oder die Burg Nanstein in der Mitte zwischen seinen südpfälzischen Besitzungen. Es wird eigentlich allgemein angenommen, dass er sich zur Ebernburg zurückziehen wird. Das hat auch eine sich zusammenschließende Fürstenkoalition relativ rasch rausgefunden, denn man schickt auf die Ebernburg einen Emissär und er erklärt sozusagen Sickingen den Krieg und diese Leute, die dem Sickingen den Krieg erklären, das ist nicht weiter verwunderlich, der Erzbischof Richard von Greifenklau, also der Trierer, aber dazu kommt der Landgraf Philipp von Hessen, auch das nicht sonderlich verwunderlich. Denken Sie dran, ich hatte Ihnen vorhin erzählt, dass er ein paar Jahre vorher 83.000 Gulden erpresst hatte von dem Landgrafen von Hessen, indem er den mit seinen Fäden überzogen hatte. Und es kommt, und das ist natürlich für ihn ein harter Schlag, auch Kurfürst Ludwig V. von der Pfalz, eigentlich, wenn man das so will, lange Zeit sein Dienstherr. Also, es kommen mit dem Landgrafen Philipp von Hessen und den beiden Kurfürsten kommen gewaltige Gegner auf ihn zu. Sie schicken also auf die Ebernburg diese Fehdererklärung und stellen aber dabei auch fest, dass der Franz von Sickingen gar nicht auf der Ebernburg ist, sondern dass er sich weiter nach Süden zurückgezogen hat zur Burg Nanstein. Diese Fürstenkoalition sehen Sie hier im Bild, die drei Kameraden, die sozusagen die Gegner jetzt von Franz von Sickingen sind, die formieren sich. Jetzt ist allerdings, es war September, es wird also schon Oktober und im Mittelalter, also im Prinzip noch bis ins 19. Jahrhundert, oder wenn Sie so wollen, selbst im Zweiten Weltkrieg, waren die Winterszeiten immer die Zeiten, wo man nur schlecht Krieg führen konnte und dieser Winter hat eine Kampfespause erzwungen, das ist also wie gesagt das kalte Wetter. Es gibt nur wenige Unterkünfte und was noch viel schlimmer ist, die Wege sind
nur schwer befahrbar, am Anfang versumpft und vermatscht, später gefroren. Also die Versorgung insgesamt gesehen ist schlecht. Und so sammeln sich die fürstlichen Truppen, also von diesen drei Koalitionären, die sammeln sich erst im Frühjahr 1523. Man hatte den Sickinger auf der Ebernburg vermutet, weil es ja schließlich der Hauptstützpunkt war, gut ausgebaut und zentral gelegen. Aber man hat dann mitgekriegt, dass er in Landstein sitzt. Man muss also umdisponieren, nicht also zur Ebernburg, sondern zur Burg Landstein. Und im Frühjahr 1523 erfolgt dieser Truppenaufmarsch und diese Materialverlegung der Fürstenkoalition. Ich hatte eben gesagt, das ist unheimlich schwierig. Sie müssen immerhin bedenken, es werden große Mengen von Soldaten zu Fuß irgendwohin bewegt. Die müssen sich immer, wir können vielleicht am Tag 30, 40 Kilometer laufen mit ihrem Gepäck und dann brauchen sie irgendwo ein Quartier. Das muss man also entweder finden oder mit zwangsweise herbeiführen. Es kommen 1000 Berittene dazu. Aber viel schlimmer ist es noch, das ist der Transport von Geschützen. Und ich habe Ihnen unten hingeschrieben, dass ein mittelschweres Geschütz mit Wagen und Lafette insgesamt 22 Pferde benötigt, damit man das Geschütz, die Lafette, überhaupt transportieren kann. 22 Pferde, da müssen Sie sich überlegen, wie viele Leute Sie noch brauchen. Für jedes Pferd brauchen Sie praktisch einen. Sie brauchen also große Bedienungsmannschaften. Sie brauchen weitere Pferde und Wagen für Munition und für alle möglichen Ersatzteile. Bei der Fürstenkoalition waren ungefähr 800 bis 900 Pferde im Einsatz und die haben eine Marschleistung erbracht, die Artillerie, von 20 bis 25 Kilometer pro Tag. Wenn man also da eine größere Menge von Kilometern zurückzulegen hat, hat das seine Zeit gedauert. Der Marsch in dieses relativ weit entfernte Landstuhl, in dieses westpfälzische Lager, läuft es folgendermaßen ab. Also erst kommen natürlich die Berittenen und die Fußtruppen, dann kommt die leichte und ganz zum Schluss die schwere Artillerie, die sozusagen das langsamste Glied in dieser Kette ist. Man baut um die Burg herum sozusagen ein Feldlager auf und man bringt die Artillerie in Stellung. Was ist das jetzt an Artillerie? Die Zeitgenossen haben das unglaublich hervorgehoben. Es war schwere Artillerie, ein sogenanntes Hauptstück, das verschießt 250 Pfund schwere Steinkugeln. Das waren zwei Scharmetzen, die schießen 100 pfündische Eisenkugeln, 8 Kartaunen. Also wenn Sie das sehen, und dann kommen noch ein Mörser dazu, das ist die mittlere und leichte Artillerie, 6 Notschlangen und haufenweise Achtelschlangen und Falkonette. Diese Geschütze da, wo dann steht Scharmitz beispielsweise, jede Kanone hatte einen Namen. Wenn Sie heute zum Beispiel mal auf die Festung Ehrenbreitstein fahren, bei Koblenz, dann können Sie dort im Ehrenbreitstein die Kanone Greif sehen. Das war also eine solche Kanone, die man da eingesetzt hat hier bei der Belagerung der Burg Nannstein. Ich habe Ihnen hier ein paar Bilder mitgebracht, das sind Kartaunen oben. Und unten ein Hauptstück, das ist also praktisch, wenn Sie so wollen, ein riesiges Eisenrohr, das auf einem Holzgestell liegt und dann abgeschossen wird mit so einen Steinkugeln. Und dann diese Kanonen wie Scharmitz und Nachtigall. Hier sind so zwei schöne Bilder von diesen Geschützen. Ihr könnt euch aber vorstellen, wie schwer es ist, ein solches Gerät in eine Feuerstellung zu bringen. Oder Sie sehen hier einen Mörser, dort wo der blaue Pfeil hin zeigt. Also ein Steilfeuergeschütz, das schießt also sozusagen mehr oder minder senkrecht nach oben und dann fällt das Geschoss, das man da wegschießt, das fällt sozusagen vom Himmel runter, während im anderen Fall ja mehr schräg geschossen wird. Was man noch dazu sagen muss, benutzt haben die Angreifer oder der Franz von Sickingen mit seinen Geschützen, die er selbst in der Burg hatte, haben nicht mit Explosivgeschossen gearbeitet, so wie man das heute kennt, sondern das waren tatsächlich Eisen- oder Steinkugeln, die man mit diesen Geschützen verschossen hat. Es gibt einige Bilder von der Belagerung. Das hier ist also die Burg Nannstein oben und dann sehen Sie an drei Stellen sehen Sie diese sogenannten Schießkörbe. Das sind also Weidenkörbe mit Sand gefüllt und dazwischen hat man die Kanonen aufgebaut. Auch hier wieder das Hauptstück, also dieses etwas ältliche Gerät,
Und dann links ist dann das Städtlein Landstuhl und oben halt die Burg. Jetzt muss man dazu sagen, all die Bilder, die, wir haben noch ein paar dabei, die von der Burg gezeigt werden, haben nichts damit zu tun, wie die Burg tatsächlich aussah. Das ist dann doch mehr Fantasie als tatsächlich. So sieht die Burg heute aus. Und Franz von Sickingen hat die Burg stark, ich hatte es vorhin erzählt, dass er einen Haufen Geld in die Burgen reingesteckt hat, stark ausbauen lassen. Und wenn Sie sich den senkrechten roten Pfeil betrachten, daneben ist ein blauer Pfeil. Der blaue Pfeil ist die mittelalterliche Schildmauer und da lässt er an das Süd, an das, was ist das? Das ist doch das Süd, an das Südosteck lässt er einen runden, großen, riesengroßen Turm hinbauen und all das, wo die Spitze des Pfeiles drin ist, also das hier, was hier jetzt mit Ziegeln gedeckt ist, das ist ursprünglich alles dicke Mauer gewesen. Das ist also ein Einbau aus dem 20. Jahrhundert, da hat man so ein Dach drauf gemacht. Also das waren 6 Meter dicke Mauern und dann baut man, wo die 3 anderen Pfeile sind, eine neue Südmauer hin, auch die 6 Meter dick, sieht heute aus wie eine Gartenmauer und neben und ganz unten das kleine Rondell. So sieht es dann aus, die alte Schildmauer hier, diesen großen Geschützturm, die neue Südmauer und wiederum ein Geschützturm. Und das ist eine unglaubliche Baumasse, in der er selbst seine Geschütze postiert hat. So sieht es dann in etwa aus, so hat sich der Herr Bader das ungefähr vorgestellt in einer Publikation über die Belagerung der Burg und Sie erkennen sehr schön, dass das ein ganz schönes Bollwerk ist. Aber das alleine bringt natürlich nicht allzu viel. Wir müssen also wissen, wie kann man Artillerie postieren und hier gibt es also ein Problem, das so aussieht. Das hier ist ein Berg, der liegt sehr hoch über der Stadt Landstuhl. Hier ist ein tiefes Tal, sehr tief und hier in dieser Rundung wieder der Berg. Das heißt, man kann hier Artillerie aufstellen, man kann sie hier aufstellen und da muss man aufpassen, dass man nicht hier, das ist alles sehr, sehr steil hier. Und hier das tief eingeschnittene Tal, das gibt 3 Möglichkeiten, die sich anbieten, um die Burg zu beschießen. Der eben genannte Bader hat das mal in eine Zeichnung gebracht und Sie erkennen sehr schön, wie diese 3 Artilleriestellungen, die eben genannten, wie man hingeht und kann von hier, von da und von dort auf diesen großen Turm, der steht sozusagen im Brennpunkt, aber das geht bis da hinten hin. Man kann also von diesen 3 Stellen wirklich diese südöstliche Seite der Burg beschießen und dort hat Franz von Sickingen die sehr schön ausgebaut. Es ist ein Spruch von ihm überliefert, ihr habt gutes Geschütz, aber ich habe gute Mauern und er hat darauf vertraut, dass seine Burg einen Beschuss standhalten wird. Die Belagerung beginnt am 25.04.1523 mit leichten Geschützen. Sie sehen, hier sieht die Burg schon wieder ganz anders aus, aber es ist im Prinzip wiederum ganz gut getroffen, denn von 3 Seiten, von hier, von da und von hier, beschießt man die Burg hier rüber. Da unten ist dann wieder der Ort Landstuhl und hier sieht man dann, wie die Burg schon schwer leidet. Der Beschuss erfolgt im Prinzip, und das ist eine bemerkenswerte Geschichte, aus einer etwas überhöhten Position. Das heißt, alle 3 Positionen, in denen diese Kanonen, hier übrigens wieder das Hauptstück von, gefällt mir doch so gut, deswegen, erfolgt aus erhöhter Position. Das hat natürlich den unglaublichen Vorteil, wenn man eine solche Position einnimmt, dass man dann besser treffen kann. Die schwere Belagerungsartillerie kommt am 29.04. Das sind also 11 schwere Geschütze und die schießen etwa 40 Mal in der Stunde. Das sind also ungefähr ein bisschen schneller als 1,5 Minuten, alle 1,5 Minuten ein Schuss. Und jetzt machen die ein Schießverfahren, das ist ganz bemerkenswert. Die schießen nämlich im Prinzip von allen 3 Positionen immer oder einigermaßen auf die gleiche Stelle. Man schießt Eisenkugeln vorwiegend auf diesen großen Bollwerksturm und das bringt den Bollwerksturm ganz schön in Schwierigkeiten. Das ist also am 29. fangen die an zu schießen und die Zeitgenossen haben dann so schön gesagt, niemals zuvor habe man ein solches Schießen gehört, also überlegen Sie sich eins, also
wenn Sie sich heute oder im Ersten Weltkrieg, nicht mehr Erster Weltkrieg, ein Trommelfeuer, wo dann so viel geschossen wurde, dass es sich aus der Ferne wie ein Trommeln anhörte. Und hier macht es alle Minute einmal Bumm und das war es denn dann. Aber trotzdem, die psychologische Wirkung dieses Beschusses war unheimlich groß. Man war sich übrigens von Seiten der Artilleristen sehr wohl bewusst oder auch der Eigentümer der Geschütze sehr wohl bewusst, welche moralische Wirkung eine solche Kanone ausübt. Die von mir vorhin erwähnte Kanone Greif gehört übrigens den Erzbischöfen von Trier. Die hat wahrscheinlich niemals geschossen. Man geht davon aus, dass der Erzbischof sozusagen mit seiner Kanone in der Gegend rumgezogen ist und hat gezeigt, was er hat. Und das hat schon genügt, dass die eingeknickt sind. Eine ganz interessante Sache ist, Franz von Sickingen hatte ja vor Trier diese große Menge von Soldaten entlassen. Er hat dann praktisch bloß seine Artillerie mit nach Hause genommen, sofern sie nicht von Dritten war. Und er ist auf der Burg Nanstein. Und auf der Burg Nanstein befinden sich, wenn Sie jetzt zusammenzählen, 23, nochmal 30 und 53. Und dann 40 gehen weg. Also es sind ungefähr um die 100 Leute, die auf der Burg waren, und er schickt am 30.04.1523 40 Reiter weg, die verlassen die Burg sozusagen durch den Hinterausgang. Es gelingt ihnen sozusagen durch die Stellungen der Angreifer die Burg zu verlassen, und Franz von Sickingen ist sich eigentlich sicher, dass er mit seinen 23 Rittern und 30 Knechten die Burg weiterhin verteidigen kann. Doch schon einen Tag später passiert etwas, womit er wahrscheinlich nicht gerechnet hat, der Einsturz der Südmauer, und zwar dort an dem Teil, wo das große Rondell, also der große Turm, angebaut war. Das ist eingestürzt, und bei der Besichtigung der Schäden kommt es zu einem Treffer einer Trierer Notschlange, also eines kleinen Geschützes. Das trifft Holz und Steine, und Franz von Sickingen wird an diesem 2.5. schwer verletzt, und er muss in diesen Keller da gebracht werden, also so erzählt man sich zumindest auf der Burg. Sie sehen übrigens hier diese so Steinkugeln, die man bei Ausgraben gefunden hat, hier noch eine Büste von Franz von Sickingen, und er wird sozusagen ins Lazarett gebracht, und jetzt bittet er an diesem 2. Bittet er um Hilfe, und es ist ein chiffrierter Brief, aber dieser Brief wird abgefangen und entziffert, und jetzt, also er bittet seine Standesgenossen um Hilfe, und er beschreibt sozusagen die schreckliche Lage, in die er gekommen ist, nachdem diese Mauer da in großen Teilen eingestürzt ist, und dieser Brief wird abgefangen, und den Belagerern wird klar, in welch schrecklicher Situation er ist. Franz von Sickingen liegt jetzt die nächsten paar Tage, liegt er praktisch schwer verletzt in diesem Keller, liegt sozusagen im Sterben, und so bieten seine Mitstreiter dann am 6.5., das ist also relativ schnell dann danach, also eine Woche später, bieten sie die Kapitulation an, und am selben Tage kommt es zur Übergabe der Burg. Sickingen spricht übrigens noch mit den siegreichen Fürsten, verstirbt aber dann noch sozusagen um die gleiche Zeit. Dieses Kapitulationsangebot, das abgefangen wurde, das hat ihm natürlich noch endgültig den Knick gebrochen, denn damit war den Belagerern klar, da ist nicht mehr viel zu wollen. Das Ende, das ist sozusagen die Rache der Sieger, über die muss man ja auch mal sprechen. Für den Franz von Sickingen ist es eigentlich eine relativ üble Angelegenheit. Er ist Christ. Er steht übrigens der Reformation nahe, das habe ich jetzt etwas ausgelassen. Ich hatte nur erwähnt mit seinen Beziehungen zu den Reichsrittern, aber auch seine Beziehungen zur Reformation sind natürlich, kann man nicht unterschlagen, aber das ist ein anderes Thema, muss man an anderen Thema an einen Tag machen. Er erhält kein Begräbnis. Seine Familie wird total enteignet, man nimmt alles weg, und es kommt noch zur Bestrafung der Verbündeten. Das kann man mit dem Wort Burgenbrechen unterschreiben. Das Burgenbrechen beginnt ganz in der Nähe. Da sind die Herren von Wartenberg. Das ist eine Burg
östlich von Kaiserslautern. Es kommt zum Brechen der Burg Tannstein, das ist eine Burg bei Dahn, oder Lützelburg bei Zorn. Es kommt im Norden Steinkallenfels. Also ich habe ihn nicht alle aufgeschrieben, es sind unglaublich viele, auch auf der rechten Rheinseite. Es kommt auch zum Brechen der Burg Drachenfels. Das ist der Sitz des Landauer Bundes, wo Franz von Sickingen der Hauptmann war. Auch die Burg wird gebrochen. Es kommt zum Brechen der Hohenburg. Habe ich ihn extra mitgebracht, das ist also, wo seine Mutter her ist. Und wenn Sie mal hier an die Hohenburg kommen, da sehen Sie diesen Turm hier, von Franz von Sickingen angebaut. Und da kann man auch noch schön die Wappen sehen, der Sickinger, also diese fünf Kugeln. Zuletzt dran, es sind also wie gesagt noch sehr, sehr viele andere Burgen, zuletzt dran ist die Ebernburg und dort sitzt im Prinzip sozusagen der harte Kern seiner adeligen Unterstützer. Es sitzen 47 Adlige und mit 15 Knechten auf der Burg und sie wehren sich immerhin eine gute Woche lang gegen die Belagerung. Also es kommt zu einer Belagerung, sehen Sie ja wieder hier. Die vorhin genannten Schießkörbe, hier stehen sie, die Geschütze, die da stehen, da drüben auf der anderen Seite auch. Die Burg wird belagert, die geben sich am Anfang, die 47 Adligen, sehr selbstbewusst und sagen, das halten wir durch. Aber nach ein paar Tagen geben sie auch auf und rechts unten sehen Sie im Prinzip von der Ebernburg, so wie sie sich heute darstellt, als, wie könnte man sagen, also eine Art Hotel und Tagungsstätte, da kann man aber noch ganz gut erkennen, die Bastionen, die von Franz von Sickingen gebaut worden sind, ist es ähnlich wie auf der Burg Nannstein. Ich hatte vorhin erzählt, dass die Familie sozusagen enteignet worden ist, man hat ihnen alles weggenommen und erst 20 Jahre später, also es ist 1523, also um es genau zu sagen 19 Jahre später, kommt es zu einem neuen Anfang. Die Söhne des Franz von Sickingen bauen sich ihre Burg wieder auf, aber eher als Schloss denn als Burg. Und der Vater bekommt endlich ein Begräbnis. Und auf der rechten Seite sehen Sie das Standbild, den Epitaph des Franz von Sickingen, wie er in der Andreaskirche in Landstuhl heute zu finden ist. Das ist sozusagen eine späte Wiedergutmachung für den Franz, der da so übel sozusagen begraben worden ist. Zum Abschluss hätte ich noch so etwas wie eine persönliche Bemerkung zu dem, was ich Ihnen eben erzählt hatte. Ganz am Anfang, bei der Einführung, wurde noch erzählt vom letzten Ritter und Albrecht Dürer hat hier Ritter drohenden Teufel auf der linken Seite einen Ritter gestochen und der bis lange Zeit ist er sozusagen als Abbild des Franz von Sickingen betrachtet worden. Und auf der rechten Seite sehen Sie das Hutten-Sickingen-Denkmal, also links der Reformator Ulrich von Hutten, rechts Franz von Sickingen mit dem Schwert. Und das hat alles etwas zu tun mit dem 19. Jahrhundert und hat etwas damit zu tun, dass auch der Franz von Sickingen heute so zu den ganz besonders bekannten Felsern gehört. Das hängt im 19. Jahrhundert, das ist also im Prinzip der Wunsch, das Reich wieder erstehen zu lassen, das sozusagen verloren war. Das ist die Überlegung oder die Erinnerung an die alte Reichsherrlichkeit. Und so erschaffen die Zeitgenossen im 19. Jahrhundert sehr gerne Geschichtsbilder. Wie gesagt, man hat in Dürers Ritterbild den Franz von Sickingen gesehen und das rechts, das 1889 geschaffene Denkmal, feiert die beiden, die da stehen, als Vorkämpfer deutscher Einheit und Größe. Deutsche Einheit, und nehmen Sie das Deutschlandlied, stammt auch aus dieser Zeit, Einigkeit und Recht und Freiheit und sowas Ähnliches. Nicht? Oder auch die Beschreibung der Grenzen in der ersten Strophe, all das hat sozusagen mit der Rückbesinnung auf das alte Reich etwas zu tun. Und so findet sich auch die Büste des Franz von Sickingen in der Walhalla da bei Donaustauf in einer Halle, die extra gebaut worden ist für rühmlich ausgezeichnete Deutsche.
Das Persönliche, was ich sage, also man kann verstehen, also Franz von Sickingen wird im 19. Jahrhundert sozusagen ein wenig nach vorne gepusht. Es gibt aber auch gegenteilige Meinungen. Den reformatorischen Teil habe ich ja weggelassen. Franz von Sickingen gilt ja als ein Förderer reformatorischer Bestrebungen, obwohl er mit Luther nie zusammengetroffen war, aber immerhin mit Martin Butzer oder ähnlichen Reformatoren hier in unserem Raum, und er hat ja auf der Ebernburg denen sozusagen Schutz geboten, Herberge der Gerechtigkeit, da kommt das her. Von der katholischen Seite sagen wir das eher etwas weniger schön, und 1888 meinte einer, er sei ein Bandenführer und Bandit gewesen, ein Bandenführer und Räuber gewesen, so Räuber und Bandenführer. Egal. Aus dem 19. Jahrhundert, die unerreicht sind in dem Erschaffen von Geschichtsbildern, die bis heute nachwirken, da hat Franz von Sickingen eine Rolle gespielt. Und ich denke mir, man kann den Franz von Sickingen nur bewundern, wenn man das Scheitern auch bewundert, nämlich die Lust am Untergang ist bei manchem ja ganz schön da, oder wenn man das Abenteuer und den Abenteurer bewundert. Franz von Sickingen war mit Sicherheit in der zweiten Hälfte seines Lebens ein Abenteurer. Und er hat als Abenteurer ist er hohe Risiken eingegangen und entsprechend tief war auch sein Fall. Also ein kometenhafter Aufstieg mit einem Geschäftsmodell, das eigentlich seinesgleichen sucht. Und er hat das gemacht und ist dann dementsprechend in unser Bewusstsein eingedrungen. Dazu trugen natürlich auch die Zeitgenossen bei, die also diese berühmte Belagerung beschreiben. Und die Belagerung ist auch ein Teil unseres pfälzischen Geschichtsbewusstseins. Und damit, meine Damen und Herren, habe ich Sie lange genug jetzt mit einem Redeschwall belabert. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Herr Kettigkeit, für die Informationen über Franz von Sickingen und seine Zeit. Sie haben das sehr anschaulich dargestellt. Insbesondere interessant, dass Geschichte eigentlich nie vergeht, sondern in die Gegenwart hineinreicht. Und Franz von Sickingen ja schon etwas ein Pfälzer Mythos ist, der auch heute noch nachwirkt. Ich denke, wir eröffnen die Diskussionsrunde. Vielleicht Anmerkungen, Fragen. Ich gehe jetzt rum und eine Frage. Ich darf Ihnen gerade das Mikrofon reichen. Dankeschön. Also ich habe eine Frage, und zwar ist es ein Zufall, dass er sein Berufs- oder Geschäftsmodell gewechselt hat, wie seine Frau gestorben ist? Also allgemein wird das in der Literatur so angedeutet oder konkret gesagt. Auffällig ist eins: Seine Frau stirbt im Januar 1515, und die erste Idee, oder wo man sagen kann, die Idee, Fehdeführer zu werden, die wird im Dezember des Jahres 14, also 1514, klar. Er verkauft nämlich seine Bergwerksregalien. Das heißt, das, was ihm die ganze Zeit Geld gebracht hat und nicht so wenig Geld gebracht hat, das verkauft er. Und das ist im Prinzip sozusagen der Grundstock für seine Fehdeführerei, weil er einen Haufen Geld braucht, um Leute anzuwerben, die für ihn als Soldaten tun. Also der Tod seiner Frau fällt wirklich zusammen, vielleicht nicht auf den Tag, aber vielleicht das wissen wir ja nicht genau, ist seine Frau schon todkrank, stirbt dann im Januar, aber wie gesagt, genau zu diesem Zeitpunkt beginnt es, wo seine Frau also entweder todkrank ist oder tot ist, beginnt er mit seinem neuen Geschäftsmodell. Also die Überlegung liegt schon nahe, dass er das sozusagen damit verbunden hat. Aber ob das wirklich stimmt, also es ist eine naheliegende Vermutung, aber mir nicht. Ja, und ich hätte doch ganz kurz noch eine weitere Frage und Anmerkung. Es ist ja der Landauer Bund, das ist ja erwähnt worden auch, und ja, es ist ja auch die Zeit, in der die Ritter, das alte Modell des Ritters, in Krise kommt.
und nicht mehr so funktioniert. Das sind die neue Zeit, das ist die Artillerie, die neue Welt, die anbricht, die frühe Neuzeit. Und dann ist er natürlich auch in dieser Zeit, er ist noch Ritter, aber er weist auch mit dem, was er macht, er baut die Burgen aus. Das ist dann auch die neue Zeit der Söldner. Und diese Krisenzeit, in der er lebt, mit der er fertig werden muss als Ritter, aus Niederadel, aus dem er kommt. Der Adel wird immer mehr, wie kann ich mich halten, wie kann ich mich finanziell eben auch behaupten gegen diese frühen neuzeitlichen Entwicklungen. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, wenn man ihn beurteilt, auch diese Dinge mit reinzubringen. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass er sozusagen als Chef dieser ritterschaftlichen Verbände aufgetreten ist und das ganz am Anfang, dass die Familien gezwungen waren, entweder sich an Fürsten anzuschließen, dazu kam diese Agrarkrise, das auch eine Rolle spielt, also irgendwie mussten die Kurve kriegen, also wie gesagt, entweder anschließen an einen Fürsten oder gut heiraten, so eine Möglichkeit, oder aber sich zusammenzutun. Sie haben in dieser Zeit natürlich auch Kosten, die gar nicht mehr stemmen können. Der Franz von Sicken baut seine Burgen aus und er ist einer, ich glaube, von 3 oder 4 Niederadelsfamilien, die es im pfälzischen Raum schaffen, ihre Burgen so auszubauen. Die anderen kriegen das gar nicht mehr hin. Die Burgen sind dann im Prinzip obsolet und schon im Bauernkrieg, ja, 1523, 25, merkt man das ja, dass solche Burgen wie der Franz von Sicken, die hatte, die anderen gar nicht mehr hingekriegt haben. Die waren eigentlich militärisch nichts mehr wert. Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Da musst du halt sehen, wie er zu Geld kam. Das Dolle ist aber bei Franz von Sickingen, dass er eigentlich durch seine Bergwerksregalien und durch den familiären Hintergrund und durch die Jobs, die der Vater schon hatte, die er auch hatte, sie waren kurpfälzische Oberamtleute, damit verdient man sein Geld. Eigentlich hätte er das nicht notwendig gehabt. Er geht aber diesen Schritt weiter und beginnt also diese Fehdeführung sozusagen als Geschäftsmodell. Aber Sie haben recht, das ist der wirtschaftliche Druck, der auf dem Niederadel lastete, war unheimlich groß. Auch da erklärt sich ja, damit erklärt sich auch die unheimlich große Anzahl der ritterschaftlichen Unterstützer. Ich hatte Ihnen eine Folie gezeigt mit 38 Familien, die vorwiegend auf der rechten Rheinseite Franz von Sickingen mit Geld und guten Worten unterstützt haben. Ob dann die Unterstützung immer so groß war, wie sie angekündigt wurde, und ob sie auch immer so gut ankam, ist eine ganz andere Sache. Aber zumindest waren die mal da. Und er war auch so clever, dass er die Zeichen der Zeit erkannt hatte und eben in diesem ritterschaftlichen Verband der Rheinischen Ritter, oder in dem Landauer Bund, er sich da im Haus, gibt es übrigens heute noch zu besichtigen, ausgesprochen schön in Landau, das Haus zum Maulbeerbaum, dass er sich dort eben dazu wählen ließ. Aber wie gesagt, eine gute Empfehlung. Schauen Sie sich mal an. Noch ja. Fragen? Hatte er noch mehrere Söhne, außer dem Sohn, der die Burg wieder aufgebaut hat? Und soweit ich weiß, also jetzt erwischen Sie mich auf dem falschen Fuß, aber 2 waren es auf jeden Fall. Und die haben sich aber dann anders orientiert, also zumindest auf der Burg gewohnt, aber beruflich nicht in dem Feld. Nein, das ist vorbei. Also die Herren von Sickingen, die übrigens bis ins späte 18. oder der letzte ist ziemlich verarmt gestorben, ist glaube ich in Wien begraben, die Herren von Sickingen, die konzentrieren sich jetzt nur noch auf das, was man normalerweise gemacht hat. Man versucht sozusagen über die Landwirtschaft, man hatte die großen Ländereien auf der sogenannten Sickinger Höhe oder der sogenannten auf der Sickinger Höhe und in Landstuhl gibt es dann neben der Burg Nannstein gibt es noch ein Schloss der Linie Sickingen Hohenburg und ein weiteres Stadtschloss, das dann in der Franzosenzeit abgebrochen worden ist. Also man bezieht sein Auskommen dann eben aus der Landwirtschaft. Haben noch jemand Fragen? Ja, Herr Kettigkeit, zunächst mal ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Ich denke, das reizt quasi, darüber nachzudenken, ob dieser
wenn er mal wieder gehalten wird, vielleicht in eine Podiumsdiskussion einfließen könnte, die sich verstärkt den aus meiner Sicht vielleicht eher subkutan heute mit übertragenen Stimmungsbildern gewidmet wäre, die ja, zu beleuchten sicherlich aus meiner Sicht von großer Bedeutung wäre. Zum Beispiel, Sie haben gesagt, die Flehinger waren ja eigentlich keine Pfälzer. Richtig. Was ich heute so ein bisschen vermisst habe, und wenn ich sage vermisst, soll das bitte keine Kritik sein, keine negative, sondern eine Anregung, wie man es vielleicht noch besser machen könnte. Meine ehemalige Chefin in Neustadt, die einzige Vizepräsidentin, die wir übrigens hatten, die hat mal gesagt, das Bessere ist der Feind des Guten, und so verstehen Sie bitte meine Kritik. Da hätte vielleicht ein kleiner Hinweis gut getan, dass die Pfalz ja früher mal viel, viel größer war, also Kurpfalz, und dann natürlich rechtsrheinisch eine große Wirkung hatte. Aber das wird zu weit. Der Kraichgau selbst ist, glaube ich, nicht so ganz unbedingt pfälzisch gewesen. Nein, aber es waren ganz, gucken Sie Ebernburg an. Wie viele Jahrhunderte war die Ebernburg klassisch pfälzisches Gebiet? Und es ist damit wieder eine kleine Verbindung zur aktuellen Situation. Es waren immer Mainz und Trier, die die Pfalz klein geschnitten haben. Immer wieder klein geschnitten haben, so ist auch die Ebernburg abgeschnippelt worden. Also meines Erachtens eine Fülle, herzlichen Dank, eine Fülle von Gesichtspunkten, die Sie gebracht haben, die man mal in einer Podiumsdiskussion beleuchten könnte, bis hin zu, und dann will ich schon beenden, obwohl ich den ganzen Zettel voll habe, bis zu Ihrer Betrachtung der Rache der Sieger. Die Rache der Sieger, die reicht bis heute, wie ich meine, wenn Sie sich die Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz anschauen, ist die konsequente Fortsetzung dessen, was damals lief, nach vor 500 Jahren, wie Trier die Pfalz klein gemacht hat. Es hat sich nichts geändert. Danke. Dankeschön für Ihren Beitrag. Also auch wieder, die Geschichte wirkt bis heute nach. Ne? Moment, darf ich erst? Bitte schön. Ich glaube, ich bin laut genug. Ah, gut. Könnten Sie gerade drei Sätze zu der Agrarkrise sagen? Jetzt bin ich zwar kein Agrarwissenschaftler, aber die Agrarkrise hängt, es gibt wohl mehrere Dinge. Es ist einerseits eine klimatische Angelegenheit. Dementsprechend wird weniger erwirtschaftet. Eine zweite Geschichte ist die, dass Sie können das Land ja nicht vermehren, wenn Sie ein gewisses Bevölkerungswachstum haben. Sie können alles machen, Sie können mehr Nägel herstellen, aber Sie können nicht mehr Ackerland herstellen, das geht nicht. Und der Aufwuchs der Bevölkerung geht praktisch parallel dazu, dass eben das Land so bleibt, wie es ist. Und es ändert sich ja bis heute. Wenn Sie so wollen, ist Ackerland sogar noch weniger geworden. Und die Bevölkerung ernährt sich bis Mitte des 19. Jahrhunderts zu 95-98% ausschließlich aus der Landwirtschaft. Und diese Agrarkrise, ein Rückgang der Erträgnisse vom Ackerbau und Viehzucht ist, weil das Wetter schlechter wird, und ein Aufwuchs der Bevölkerung, und damit sind sie ziemlich schnell am Ende. Und das bedeutet natürlich für die Leute, die jetzt größere Ländereien besitzen, die bebauen sie zwar nicht selbst, die lassen sie aber bauen, also ihnen gehört das Dorf, also, und die müssen abgeben, und die sind dann im Prinzip nicht mehr so in der Lage, so viel abzugeben, wie man im Prinzip erwartet hat. Und es ist ja immer so, derjenige, der abgibt, der beschwert sich, er muss zu viel abgeben, und derjenige, der nimmt, behauptet immer, er bekommt zu wenig. Ich habe zwei Fragen. Die eine ist, Franz von Sickingen soll gewürfelt haben, und die zweite, das Wappen erinnert mich irgendwie an Würfel. Hat das irgendwer was damit zu tun? Also in der Literatur ist zu lesen allgemein, da wird das als Schilde bezeichnet. Gut, ich kenne auch noch die Behauptung, es seien Kugeln, und dann gibt es noch
ein römisches oder der Rest eines römischen Grabmals, das in Landstuhl irgendwo in der Stadtmitte steht, die sogenannten Sickinger Würfel, das sind 5 große Quadersteine. Ich denke, dass die Sache mit den Schilden wahrscheinlich das ist, was die Sache tatsächlich trifft, dass es sozusagen stilisierte Schilde sind. Es können, oder möglich auch Schildbuckel, also Sie wissen, Holzschild und dann in der Mitte ist dann so ein Eisenknüppel drauf, dass es das damit gemeint ist. Aber jetzt bin ich kein Heraldiker. Ja, ich hätte noch eine Frage zu dem Verkauf seiner Bergwerke. Ja. Hat das wirklich was gebracht? Beziehungsweise wie viel hat das gebracht? Weiß man darüber etwas? Und wäre es nicht vernünftiger gewesen, sie zu behalten und einfach weiter auszubeuten? Im Rückblick gesehen ist es natürlich so, er wäre besser bei seinen Leisten geblieben und mit den Bergwerken hat man immer gut verdient und hätte da weitergemacht, so wie es der Vater auch gemacht hat. Gut, aber hinten nach ist man immer schlauer, das ist das eine. Die andere Geschichte ist, ich kann Ihnen im Moment wirklich nicht sagen, wie viel er gekriegt hat, aber ich kann Ihnen empfehlen, schauen Sie bei Reinhard Scholzen nach, der hat sich da eifrig darüber ausgelassen, über diese Finanziererei seiner Fäden, da ist also ziemlich genau, was er bei jeder Brandschatzung oder bei jedem Feldzug eingenommen hat und was er auf der anderen Seite, das müssen wir ja auch sehen, er hat ja auch Ausgaben, er muss seine Leute bezahlen und ähnliches mehr und er hat von der Stadt Worms ungefähr 20.000 Gulden erpresst. Aber die Stadt Worms hat umgekehrt, wenn man alles einrechnet, was sie aufgebracht haben, um den A abzuwehren, um ihre Leute zu schützen, Militär anzuwerben und sowas, kommt man auf eine Zahl, die liegt zwischen 700 und 800.000 Gulden. Das heißt, es war immer noch günstiger, 20.000 Gulden dem zu geben, bevor man also diese eigenen riesigen Kosten hat. Und die Rache der Sieger, von der ich ganz am Schluss sprach, hängt natürlich damit zusammen, dass man jetzt versucht hat, all das, was man aufgewendet hat. Man zieht mit dem Heer vom Rhein nach Landstuhl, man muss die Geschützmeister bezahlen und ähnliches mehr, dass man da natürlich versucht, sich wieder schadlos zu halten. Wie sehr man zum Beispiel ausgibt, habe ich vorhin so ein bisschen unterschlagen, von der Zeit her ist er nicht geklappt, war das zu wenig, also für mich zu wenig. Auf der Ebernburg hatte der Franz von Sickingen oder wie gesagt seine Leute hatten 14 Geschütze und dann können Sie genau sehen, Rache der Sieger, der kriegt 3, der kriegt 3 und der kriegt 3 und dann bleiben 2 übrig, dann streitet man sich, dafür kriegen die einen von den kleineren Kanonen, wo es haufenweise Wille gibt, ein paar mehr, die anderen ein paar weniger, es wird also ganz genau geteilt und man versucht sich schadlos zu halten, aber unterm Strich, er wäre besser Bergbauunternehmer geblieben, aber vielleicht wäre er dann heute nicht so bekannt. Und hier ist noch eine Frage. Danke. Es ist ja auch noch die Frage, was diese Städte wie Landau, Worms und Trier für Ansprüche oder wo da der Rechtsanspruch war. Also es hieß ja, es wird mit Gewalt ein Rechtsanspruch durchgesetzt. Was haben die denn verbrochen? Also ganz einfach. Also im ersten Falle, ich nehme es Worms, das ist aber bei den anderen ganz genauso. Ich hatte am Anfang erklärt, er hat einen eigenen Anspruch aus irgendeinem Grund oder er übernimmt den Anspruch eines Dritten. In dem Fall von Worms war es so, da hat ein Herr Schlöer hatte einen Anspruch, hat sich gestritten mit der Stadt Worms. Worms, der Stadtrat hat sich geweigert, den Ansprüchen des Herrn Schlöer nachzukommen und dann geht also sozusagen der Franz von Sickingen hin, übernimmt die Ansprüche des Herrn Schlöer und tritt im Namen des Herrn Schlöer als Anspruchsgegner auf. Der Schlöer war, der konnte mit seinem Federhalter kommen und konnte viel schreiben und das war es denn dann. Und Franz von Sickingen kommt mit 5.000 Soldaten oder so irgendwas. Ist ein Privatmann. Jeder Rechtsanspruch kann so das Federrecht, wenn man da nicht zur Rande kommt, mit Gewalt durchgesetzt werden. Und dieses Durchsetzen des Rechtsanspruchs wird oftmals oder fast immer auf dem Buckel der normalen Bevölkerung ausgetragen. Ich hatte Ihnen die 800 Rinder genannt oder 900. Sind noch Fragen, Anmerkungen? Haben wir auch von außerhalb, Herr Klemm, noch Fragen?
Keine Fragen. Dann darf ich mich nochmal herzlich bedanken, auch für die erschöpfenden Antworten auf die Fragen. Und ein kleiner Ausgleich, ich denke, ein guter Schluck Musbacher Wein. Vielen Dank, Herr Kettischka. Vielen Dank. Das kommt immer gelegen. War nicht notwendig, ich weiß es, aber war gerne gemacht. Mir bleibt noch auf die nächsten Veranstaltungen hinzuweisen. Wir haben es nochmal angeschrieben. Am 26.03. 500 Jahre Landwirtschaft in der Pfalz. Und Sondertermin am 16.04. Normalerweise geht ja nur im Winterhalbjahr unsere Reihe Lebendige Geschichte am 16.04. über Thomas Nast von Hans-Joachim Schatz. Ich glaube, Konrektor der Thomas-Nast-Schule und auch im Thomas-Nast-Verein. Falls Sie unsere gute Musbacher Gastronomie aufsuchen werden, wünsche ich Ihnen einen guten Appetit. Kommen Sie gut nach Hause und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Applaus